Wer neu im Kreise derjenigen ist, die eine Immobilie nicht selbst nutzen, sondern vermieten können, steht schnell vor der Frage, wer kümmert sich jetzt eigentlich um das Anwesen? Wann lohnt sich ein Hauswartservice für eine vermietete Immobilie? Es kommt ein bisschen auf Bedürfnisse drauf an. Was hat man für eine Liegenschaft? Hat man in der Liegenschaft jemanden, der bereit ist, das zu machen? Wir haben oft gute Voten aus der Vergangenheit, wo das noch ein bisschen mehr gang und gäbe war, wo ein Hauswart noch im Haus gewohnt hat, wo die Leute kennt hat, wo die Macken kennt hat, wo die Gewohnheiten kennt hat von den Leuten, die hat können direkt ansprechen. Das war ein riesiger Vorteil gewesen, müssen wir ehrlich sein. Heute ist es aber oft so, dass man eine Drittfirma angestellt hat. Das gibt auch gewisse Vorteile, oder? Man hat, muss keine Sozialversicherung abrechnen, man muss kein Material bestellen, das bringen die alles mit. Der Nachteil ist natürlich, dass die nur an einem Tag oder in der Woche oftmals dann im Haus sind und so natürlich weniger mitbekommen als der, ich sage jetzt mal, Hauswart, den man früher erkannt hat. Welche Dienstleistungen beim Hauswartservice machen Sinn? Ich würde die Dienstleistungen, die Hauswartungsfirmen anbieten, grundsätzlich nicht an die Mieter überbinden. Dort stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn mal etwas nicht gemacht wird, wenn ein Mieter mal nicht dazukommt. Ich denke jetzt da Schneeräumung, Haftungsgeschichten, das würde ich nicht wollen haben. Ich würde bei einem Mehrfamilienhaus würde ich eigentlich immer einen Hauswart darstellen. Ob jetzt das jemand ist im Haus im Idealfall oder allenfalls eine Drittfirma, das spielt für mich die untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass man jemanden hat, der sich auskennt mit technischen Sachen, mit Reinigung etc. etc. Wer kann dem Hauswart sagen, was er zu tun hat? Der Hauswart wird grundsätzlich durch die Verwaltung angestellt, respektive der Eigentümer, und handelt in seinem Sinn. Ein Hauswartungsvertrag enthält ein Pflichtenheft, das genau aufzeigt, wann, wo und wie viel gewisse Teile gereinigt werden oder gewartet werden. Worauf sollte man bei Vertragsabschluss achten? Es ist einfach wichtig, wenn man eine Drittfirma anstellt, dass man das Pflichtenheft sauber ausarbeitet, dass nachher auch den entsprechenden Bedürfnissen entspricht. Wir stellen hier und da fest, dass man am Anfang vielleicht versucht, das eine oder andere ein bisschen zu wenig. Oder man merkt nachher, dass es zu wenig Beachtung bekommen hat, dann tut man das anpassen. Das hat natürlich auch mal dann auch wieder einen Impact auf den Preis, den man dann zahlt, entsprechenden Hauswartungsfirmen. Sonst ist das eigentlich ein einfacher Auftrag, kann jederzeit gekündigt werden, sofern es nicht zur Unzeit ist. Welche Rechte hat der Hauswart gegenüber den Mietern? Wir haben vor ein paar Jahren haben wir mal eine Meldung von einem Mieter. Der hat beobachtet, wie der Hauswart am Schneeschaufeln war und ein paar Nachbarskinder im Schnee Bälle versucht haben anzuschiessen. Und der hat sich durch das provozieren lassen und ist natürlich dann mit der Schneeschaufel auf Jagd gegangen. Das ist nicht gut angekommen, weder beim Mieter noch bei uns natürlich. Dann haben wir natürlich den Hauswart freundlich abgemahnt. Das geht natürlich nicht. Es ist wirklich so, der Hauswart ist durch die Verwaltung angestellt und kommt sowohl die Weisungen als auch die Aufgaben von der Verwaltung oder vom Eigentümer über.